Wir fahren heute auf dem ehemaligen Stadtring von Sangerhausen. Seit einigen Jahren ist er wieder in beiden Fahrtrichtungen frei, so wie es in den 60er und 70er Jahren war. Unterwegs werden wir kurz anhalten und auf die Sehenswürdigkeiten von Sangerhausen hinweisen. Dabei soll es jedoch keinesfalls einen umfangreichen geschichtlichen Abriss geben. Es wird vielmehr gezeigt, wie der nach Sangerhausen kommende Autofahrer die Stadt sieht. Wir verlassen den Ring auch kurzzeitig, um ins Zentrum zu gelangen oder etwas abseits gelegene Objekte zu besuchen, wie beispielsweise den ehemaligen Thomas-Münzer-Schacht. Auf der rechten Seite ist das Gelände der ehemaligen Maschinenfabrik Sangerhausen. Einst war sie einer der größten Arbeitgeber im Landkreis und mit ihren Zentrifugen für die Zuckerindustrie ein wichtiger Lieferant auch über die Landesgrenzen hinaus. Nach der Wende 1989 waren die Erzeugnisse jedoch nicht mehr gefragt und so kam nach einigen vergeblichen Versuchen der unvermeidliche Niedergang und schließlich der komplette Abriss der Gebäude und Anlagen. Einziges trauriges Überbleibsel ist der links gelegene ehemalige Speisesaal. Interessant ist der Blick auf die Abraumhalde von Thomas-Münzer-Schacht. Die Fahrt geht vorbei am Gebäude der früheren Marfa Feuerwehr. Auf der rechten Seite befand sich der Haupteingang der Marfa. Die Straße, auf der wir fahren, nennt sich an der Propstmühle. Im unteren Teil in der Senke befand sich eine Mühle, welche aber nur noch als Restruine zu sehen ist. Wir kommen nun zum Bonifatiusplatz. Im Zuge des Umbaus für den Zweirichtungsverkehr wurde hier wie auch an anderen Stellen ein Kreisverkehr eingerichtet. Wir fahren zunächst in der Hüttenstraße in Richtung Bahnhof. Dabei kommen wir an der Sekundarschule Thomas Münzer vorbei, der wir später noch einen Kurzbesuch abstatten. Nach einem kurzen Ampelstopp biegen wir rechts zum Bahnhof ab. Hier befindet sich zurzeit die größte Baustelle von Sangerhausen. Bereits vor mehreren Jahren wurden die Bushaltestellen erneuert und modernisiert. Jetzt wurden die Bahnsteige, das Bahnhofsgebäude und alle Nebenanlagen erweitert und modernisiert. Dabei musste der bisherige Charakter des 1960 erbauten Gebäudes erhalten bleiben, denn es steht unter Denkmalschutz. Dies betrifft auch das im Inneren befindliche Wandrelief des Sangerhäuser Malers Wilhelm Schmid. Eine Sangerhäuser-Institution ist der sogenannte Runde Kiosk. Viele ankommende und abreisende Gäste nutzen ihn für eine kleine Mahlzeit oder Erfrischung. Wenn die Bauarbeiten im Herbst abgeschlossen sind, will sich Sangerhausen den Gästen des 20. Sachsen-Anhalt-Tages mit einem neuen, modernen Gesicht präsentieren. Wieder zurück an der Ampelkreuzung sehen wir direkt vor uns das Gebäude der Sparkasse Sangerhausen. Dahinter ist der Sitz des Landkreises Mansfeld-Südharz. Wir fahren jetzt wieder in Richtung Bonifatiusplatz und besuchen, wie versprochen, die Sekundarschule Thomas Münzer. Die Sekundarschule Thomas Münzer in der Borngasse wurde bereits 1897 erbaut. In den Jahren 1998 bis ca. 2008 wurde die heutige Ganztagsschule komplett saniert und vergrößert.
Jetzt geht es weiter zum ehemaligen Thomas-Münzer-Schacht Sangerhausen. Schon von Weitem kann man als Besucher die Abraumhalde hoch oben über der Stadt sehen. Die Schachtanlage diente in der DDR-Zeit der Gewinnung von Kupfererz im VEB Mansfeld-Kombinat Wilhelmpiek. Tausende Kumpel arbeiteten in über 800 Meter Tiefe. Mit der zunehmenden Ausweitung der Abbaugebiete stellte sich mit Wasserzuflüssen ein immer größer werdendes Problem ein. Es zeichnete sich ab, dass man der einfließenden Wassermassen nicht Herr werden würde und gab ab 1988 ein Abbaufeld nach dem anderen auf. Am 10. August 1990 wurde der Bergbau auf dem Thomas-Münzer-Schacht dann endgültig eingestellt. Letztes verbliebenes Zeugnis ist die Abraumhalde auf der Hohen Linde. Sie wird heute mehrmals jährlich von begeisterten Wanderern erklommen. Wieder zurück auf dem Stadtring fahren wir nun in die Bahnhofstraße. Sie bildet als Verlängerung der Güppenstraße die direkte Achse vom Rathaus bis zum Bahnhof. Auf der rechten Seite befindet sich die Marienanlage mit der Kirche. Die Marienkirche ist das zweitälteste Gebäude von Sangerhausen und stammt aus dem 14. Jahrhundert. Sie wird heute für Kunstveranstaltungen und Ausstellungen genutzt. Die Fahrt führt uns vorbei an der Hauptpost bis zur Güppenbrücke, welche über die Gonner führt. Das große Gebäude vor uns ist der sogenannte Ochsenpalast, welcher 1886 erbaut wurde. Direkt neben der Güppenbrücke befindet sich die Roseninsel, mit dem Gebäude der früheren Jugendherberge Sangerhausen. Auf der Roseninsel wurden eine Fläche für Freiluftgastronomie und Kulturveranstaltungen sowie Sitzstufen eingerichtet, auf denen Besucher am Ufer der Gonner verweilen und sich ausruhen können. Darüber hinaus will die Stadt den Verlauf des jahrhundertealten Mühlgrabens, der die Roseninsel einst südlich begrenzt hat, wieder sichtbar machen. Dazu ist eine steinerne Wasserrinne vorgesehen. Während die Gonner noch heute nördlich an der Insel vorbeifließt, war der Mühlgraben im Jahr 1951 zugeschüttet worden. Wir fahren jetzt bis zur westlichsten Seite des Rings. Das heißt, wir nähern uns von der Mühlgasse kommend der scharfen Ecke. Der Name ist wahrscheinlich aufgrund der früher etwas unübersichtlichen Verkehrsführung entstanden. Vom Einbahnstraßenring aus der Mühlgasse konnte man nach links ins Zentrum und nach rechts in Richtung Nordhausen fahren. Gleichzeitig konnten aber auch Fahrzeuge aus Richtung Nordhausen geradeaus zum Zentrum fahren und vom Brauereiberg kommende Fahrzeuge durften rechts in die Innenstadt und links nach Nordhausen fahren. Dabei gab es aus keiner der Richtungen eine Ampel, welche den Verkehr regelte. Zu Spitzenzeiten stand vielmehr eine sogenannte weiße Maus in der Mitte der Kreuzung und regelte mit einer Trillepfeife und stab den Verkehr. Durch den heutigen Kreisverkehr ist die Verkehrsführung sehr viel übersichtlicher geworden. Die Köhlische Straße führt ins Stadtzentrum mit der Jakobikirche und dem Marktplatz. Die Jakobikirche ist eine gotische Hallenkirche aus der Zeit von 1472 bis 1542. Ein Vorgängerbau der heutigen Kirche wurde im Jahr 1271 erstmals erwähnt. Diese Kirche wurde vermutlich mit der Anlage der Neustadt als Marktkirche gebaut. Zu erwähnen ist die Orgel der Jakobikirche. Sie besitzt einen prächtigen barocken Prospekt und wurde in den Jahren 1726 bis 1728 von Zacharias Hildebrand errichtet. Der Kirchturm ist mit seiner Neigung fast eine Konkurrenz für den schiefen Turm von Pisa. Im Jahre 1989 war das Gotteshaus eines der regionalen Zentren der friedlichen Revolution in der DDR. Ende des 20. Jahrhunderts erfolgte die Instandsetzung des Kirchturmes und um die Jahrtausendwende die Sanierung von Fenstern und Teilen des Mauerwerkes. Werfen wir als nächstes einen Blick auf den Marktplatz von Sangerhausen. Wir betreten den Platz aus westlicher Richtung und sehen am Giebel eines Gebäudes ein großes Wandbild. Darauf sind Personen abgebildet, welche in Bezug zu Sangerhausen stehen. So zum Beispiel Gustav Adolf Spengler, das Kobermännchen oder die Rosenkönigin. Das Rathaus steht am östlichen Ende des Marktplatzes. Es wurde um 1435 anstelle eines hölzernen Vorgängers aus der Mitte des 13. Jahrhunderts errichtet. Dieses frühere Gebäude fiel 1358 leider einem Brand zum Opfer.
Als Material für das heutige Gebäude im Stil der Spätgotik dienten einheimische Baustoffe wie Rogenstein und Schiefer. Auf beiden Seiten des Marktplatzes stehen viele schöne und gut erhaltene Fachwerkhäuser. Leider fühlt sich der Besucher auf dem Platz etwas einsam. Außer an den Markttagen und bei Veranstaltungen ist hier nämlich nicht viel los. Dies liegt sicher auch daran, dass sich hier keine Geschäfte befinden und auch nur zwei Restaurants, die mit winzigen Außenflächen zum Verweilen einladen. Cafés und Eisdielen findet man hier gar nicht. Dafür sieht es auf dem Kornmarkt, gleich hinter dem Rathaus, besser aus. Es gibt kleine Cafés und natürlich auch ganz viel Historisches. Neben schönen alten Bürgerhäusern findet man sehenswerte Fachwerkerker. Am Neuen Schloss, einem dreigeschossigen Renaissancebau von 1620, wurde der Erker an der Ostecke wiederhergestellt. Bis vor wenigen Jahren galt er noch als einsturzgefährdet. Im Treppenaufgang des Westflügels steht das Kubbermännchen, eine Steinfigur, um die sich allerlei Sagen ranken und das dem Altstadtfest seinen Namen gab. Die Fahrt geht weiter zur Gürkenstraße, wo Sangerhausens Geschäfts- und Einkaufsleben pulsiert. Wir schauen aus südlicher Richtung hinab zur Gürkenbrücke. Durch den schönen Blick auf die Halde des Thomas-Münzer-Schachtes als weithin sichtbares Sangerhäuser-Wahrzeichen, ist dies das meistgewählte Fotomotiv von Touristen der Stadt und Einheimischen. Es geht wieder zurück auf den Stadtring, den Brauereiberg hinauf und über den Kreisverkehr in die alte Promenade. Übrigens weist die Bezeichnung Brauereiberg darauf hin, dass sich hier früher tatsächlich eine Brauerei befand. Sie hieß Mammut Brauerei und braute gutes, in der Region gefragtes Bier. Erwähnenswert ist dabei zum Beispiel der Maibock. Dieses Bier gab es alljährlich im Mai, wie der Name schon sagt. Die alte Promenade hat für den Straßenverkehr in Sangerhausen ebenfalls eine große Bedeutung. Zu DDR-Zeiten, als es auf dem Einbahnstraßenring hier nur den Berg hinaufging, stellte sie vor allem im Winter die größte Gefahrenstelle dar. Vor allem LKW hatten oft keine Winterreifen montiert. So reichten mitunter 5 cm Schnee und sofort stand ein Fahrzeug quer. Dadurch staute sich der gesamte nachfolgende Verkehr und es ging stundenlang nichts mehr. Wir erreichen gleich den Ausgangspunkt unserer Fahrt. Doch was wäre ein Besuch in Sangerhausen, ohne das Rosarium zu sehen? Die größte Rosensammlung der Welt wurde 1903 gegründet. Professor Gnau war einer der Mitbegründer und späterer ehrenamtlicher Leiter des Rosariums. Die Sammlung beherbergt über 8500 Rosensorten und Arten. Die Vielfalt der Königin der Blumen, vom Altertum bis zur Moderne, wird in einem 13 Hektar großen Rosenpark besonderer Art präsentiert. Eine einmalige, geordnete Sammlung, von Fachleuten in 100 Jahren zusammengestellt, gewährt Wissenschaftlern, Züchtern und privaten Rosenfreunden Einblick in die Entwicklungsgeschichte der Rose. In der über 100-jährigen Geschichte wurde der Rosengarten ständig erweitert. 1993 wurde er zum Europa-Rosarium ernannt. Alljährlich finden zur Hauptblütezeit der Rosen, Mitte Juni, die Rosenfestwochen statt. Ein fester Termin im Kalender eines jeden Rosenfreundes. Ein weiterer Höhepunkt ist die jeweils am zweiten Samstag im August stattfindende Nacht der 1000 Lichter. Ganztägig bis in die Nacht hinein gibt es Show-Acts, Kinderanimation,
lateinamerikanische Rhythmen, Folk- und Country-Music und vieles mehr. Die größte Rosensammlung der Welt im romantischen Lichterglanz zu erleben, ist etwas ganz Besonderes. Choreografierte Feuershows der Extraklasse und eine Lasershow sorgen im Verlauf des Abends für Staunen. Pyrotechnische Effekte umrahmen das Programm. Krönender Abschluss ist immer das große finale Musikfeuerwerk um Mitternacht. Wir hoffen, Sie konnten viel Neues über Sangerhausen erfahren. Um die Stadt noch besser kennenzulernen, empfehlen wir einen Besuch im Juni. Zu den Rosenfestwochen gibt es vielfältige Veranstaltungen und vor allem sehen Sie dann im Rosarium die schöne Rosenblüte in ihrer vollen Pracht.